Hallo meine Lieben und herzlich willkommen heute zu einem Video von Vivian, The Ruby Rose und Sophia Sky, Sky, Sky. ja, heute wird die Vivian mich schminken, so wie sie sich immer schminkt, genau. Quasi mit ihrem Alltagslook. Und wie ihr seht, bin ich schon komplett ungeschminkt und ich würde sagen, wir legen los und ich bin extrem gespannt. Okay, also ich fange jetzt mit Foundation an und zwar benutze ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne hier von Asam Beauty das Magic Finish. Und das Gute an dem ist einfach, dass das jeder benutzen kann. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man das zum ersten Mal sieht, weil das ist dunkelbraun und Sophia ist ja doch ein bisschen heller, so ein ganz kleines bisschen. Aber das ist wirklich richtig nice, verschmilzt mit der Haut und das ist so ein schnelles Tages-Make-up, sag ich jetzt mal. Ich trage das mit dem Finger auf. So. Und man sieht schon, ja, das sieht man in der Kamera, richtig nice. Das verschmilzt mit der Haut. Und das Gute ist, die Poren werden richtig weich gezeichnet. Das fühlt sich auch extrem samtig weich an. Und ganz wichtig ist, immer nach unten verstreichen. Immer am Hals entlang machst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich muss mal den halben Hals hinunter. Ich auch, Dekolleté noch. Ja. Je nachdem, wie der Ausschnitt ist. Okay, dann als nächstes trage ich so eine Camouflage auf, aber nur ganz gezielt auf so kleinen Rötungen. Du hast hier so ganz einen kleinen Pickel, den mache ich vielleicht mal ein bisschen weg. Oder hier unter der Nase, das hast du jetzt gar nicht, aber hat man manchmal so Rötungen, ja, so Äderchen. Ja. Und die mache ich damit auch weg. Oder an den Mundwinkeln, das war manchmal dunkler. Mache ich auch gerne damit weg, genau. Und die ist eher so ein bisschen fester und die tupfe ich einfach so ein bisschen. Die ist auch ein Ticken dunkler jetzt. Also ungefähr so wie das Make-up, also gleiche Hautfarbe versuche ich immer hinzubekommen. Das Gute ist, wir haben echt eine ziemlich ähnliche Hautfarbe, weil sonst hätten wir unsere Produkte eigentlich verwenden müssen. Und da braucht man auch gar nicht viel verwenden, dann hat man gar nicht so viel Make-up drauf. Next one habe ich noch nicht getestet, da hatte mich die Sophia angesteckt, das haben wir in unserem gemeinsamen DM-Haul gezeigt. Geschockt. Genau, geschockt. Und das teste ich jetzt gleich mal. Okay, also ich mache das immer so, dass ich hier unten so Dreiecke zauber, weil ich diesen Bereich gerne aufhält. Ja. Dann hier mache ich immer an der Seite ein bisschen heller. Ja, da ist es voll wichtig. Genau. Und im Innenwinkel, weil man hat da manchmal so ein bisschen bläulich. Ja. So, und ich mache das dann immer mit dem Finger. Und ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe lange Fingernägel. Oha. Okay, das ist crazy shit. So, ich sette das Ganze aber jetzt auch noch und da habe ich jetzt so ein transparentes Puder von L'Oreal. Sieht ja fancy aus. Genau, also ich mische das auch, das macht nämlich schon so einen leichten Weißstich und wenn man blass ist, ist es halt eher schon so. Aber ich denke mir, in dem Bereich, darf es ruhig hell sein. Ja. Und dann nehme ich auch den passenden Pinsel dazu, den haben wir zusammengehört. Ah, okay. Jetzt habe ich aber ordentlich bekommen. Mach sie zu. Glaub mir, du hast sonst Puder im Auge. Dann mein Next Step ist, ich muss mal kurz gucken, und zwar, genau, jetzt haben wir das Gesicht perfektioniert. Das sieht sehr, sehr schön aus, aber jetzt ist es, da fehlt jetzt so die Dimension. Yeah. Und das mache ich immer mit Contouring und mit Bronzer. Das ist ein Lidschatten, oder? Das ist ein Lidschatten und der ist grau. Aber Schatten sind ja auch nicht warm, die sind eigentlich grau. Und das ist ein Taubton. Das ist mein Lieblingslidschatten, wirklich. Ich kaufe mir den immer nach. Gibt's die noch? Taub Addicted, gibt's auch noch. Ah, okay. Tube Addict. So. Und dafür nehme ich mir so einen dünneren Pinsel. Der ist auch cool. Der ist richtig geil. Ist der von Real Techniques? Ja. Limited. Limited? Ah, fuck. Der ist weich, der ist eine geile geil. Form. Und der ist richtig klein. So, jetzt machst du ein bisschen Fischgesicht. Genau. So, dass ich ungefähr, weil ich finde, also bei mir mache ich das jetzt gar nicht mehr mit Fischgesicht, weil irgendwann mal weiß man, wo seine Wangenknochen sind. Aber bei dir mag ich es dann doch lieber ein bisschen sehen. Also ich mache das ja jetzt wirklich so, ich finde die Sophia braucht es nicht so, Contouring. Aber ich mache mir das jetzt tatsächlich ein bisschen stärker, deswegen mache ich ihr das jetzt auch stärker. Weil das halt so mein Look ist. Vor allem wenn man ein bisschen runderes Gesicht hat, ist halt Contouring richtig göttlich. Wenn man sich auf einmal Wangenknochen hinzaubert, die man irgendwie gar nicht hatte. Oder noch nie hatte. Manchmal sagt mein Freund, hey, du hast einen schwarzen Balken oder so dunkle Balken. Dann denke ich, hey, das ist Contouring. Dann fragt mich dann, was ist so eine langgezogene Kotelette oder so.
dass man hier ansetzt. Ja, manchmal, also für Fotos kann man es ja wirklich übertreiben. Man sieht es einfach nicht. Mhm. Man wird es jetzt wahrscheinlich auch in der Kamera fast nicht sehen. Mhm. Ich mach's mal ein bisschen stärker, dass man es dann doch sieht, weil die Kameras, die schlucken, das ist verrückt dann. Genau, das gleiche Puder nehme ich jetzt auch nochmal für die Nase her. Sophie hat zwar eine schmale Nase. Also ich nehme das für die Augen her, einmal mache ich hier Tiefe. Mhm. Also es ist quasi Contouring von den Augen, dass ich hier die Lidfalte einmal entlang gehe. Und damit ich nicht mehr ganz so viel Produkt habe, gehe ich dann die Nase lang erst. Mhm. Also immer erst beim Auge hinten anfangen, da darf es am dunkelsten sein. Und dann die Nase entlang. Mhm. Genau. Also ich schminke jetzt nicht so oft andere Menschen, deswegen mache ich das immer so, dass ich erst immer voll wenig nehme und mich ganz vorsichtig rantast. Dann mache ich immer noch unter der Lippe. Das mache ich auch immer. Ja, du hast zwar schon echt eine volle Unterlippe, aber ich mache das trotzdem immer gern. Ich auch. Einfach mehr ist mehr. So. Ich bin die Skulptur und du bist die Künstlerin. Du bist mein Gemälde. Gibt's das Gemälde. So, dann hier von Kiss, das ist so ein, ja, so ein Dreier... Contour Set? Ja, Contour Set, genau. Also da ist ein Highlighter mit dabei. Den Highlighter finde ich aber jetzt nicht so nice, sondern eher diesen gelblichen Ton und diesen braunen. Der ist aber sehr rotstichig. Ja. Der wird auch zu rotstichig für dich sein, obwohl es schon Bronzer, hell ist. Ja. Genau, es ist ein Bronzer deswegen. Obwohl es ein Contouring-Kit ist. Ich mische die immer, okay, damit es nicht zu krass ist. Mhm. Gehen auch ganz vorsichtig hier durch. Und es wärmt jetzt schon ordentlich auf, aber ich mag das total gern. Das ist auch matt, gell? Der ist matt, genau. So, dann mache ich dir diesen warmen Ton auch noch hier in die Lidfalte, einfach nur um diese Harmonie weiter hier zu verfolgen. Ja, ist echt so. Und was ich auch noch mache, du bräuchtest es zwar nicht, aber ich schmink mir die Lippen immer größer. Ich habe das noch nie bei jemand anderem gesehen, aber ich habe mir halt Bilder angeschaut. Was machst du da? Contouring? Ja, mit zwar, ja, ich zeig dir das. Okay. Und zwar mache ich mir hier einen Schatten oben drüber. Mm. Ich finde ganz leicht. Mhm. Das muss man ganz vorsichtig machen. Aber ich finde, es macht einen Effekt. Man muss aufpassen, nicht, dass man denkt, dass das Haare ja, sind. Da muss man aufpassen, aber das sieht man nicht. Okay. Jetzt musst du einmal hochschauen. Also ich habe jetzt immer noch so einen grauen Lidschatten. Genau. Ich mache den nämlich ganz vorsichtig hier unten. Und dann benutze ich den gleichen Ton auch einmal, um schon mal anzufangen mit der Augenbraue. Um die einmal natürlich auszumalen. Du hast eigentlich schon eine ziemlich perfekte Form. Mhm. Da müsste man gar nicht jetzt, weil ich haue schon noch mal viel mehr drauf dann. Okay, so, dann haben wir hier schon einiges. Jetzt geht's weiter und zwar diesen Bronzer. Boah, die Augenbrauen, die sieht echt krass aus. Ja, das ist nur Puder. Dunkel. Nur Puder. Jetzt müsst ihr noch mal kurz hochschauen. Tu diesen warmen Bronzerton noch mal oben, unten, grob ausmischen. Genau, dann würde mein eigentlicher Augenbrauen-Schritt jetzt kommen. Und zwar nehme ich hier so eine Pomade von Kiss, die ist wirklich nice. Die ist letztendlich auch so ein Ton. Das ist eine gute Farbe. Das ist eine sehr gute Farbe. Ja. Also ich für hell, aber eher vielleicht mit hellen Haaren. Heller, ja. Ja. Aber du wirst sehen, die wird dunkel. Ich werde die jetzt eher am Ende bei dir ansetzen, weil ich finde deine Augenbrauen schon relativ dunkel. So, jetzt überlege ich mal gerade, was ist der nächste Step eigentlich, jetzt der Lidschatten. Da habe ich die Palette hier von Revolution Kisu, die ist so rosa und die hat richtig tolle Töne, also die sind wirklich geil, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bin witzigerweise, obwohl ich rosa liebe, bin ich eher der Kupfertyp und zwar mache ich erstmal hier 1991, die mache ich einmal aufs komplette Lid, die ist auch schon deckend, das ist so krass. Mhm. Dann kommt Cookie da, das ist so ein, oh, das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Ton ist. Blende ich in die Mitte und ein bisschen außen und jetzt kommt ein kleiner Knaller, das ist Oktober, der ist wirklich rot. Also ich liebe den. Pass nur auf, weil ich muss natürlich gucken, ob er dir auch, also weißt du, ob er zu dir passt, aber ganz ehrlich, passt zu dir. Also ich mache mal, fange da leicht an und dann kommt immer mehr. That's it. Du kannst ja schon mal hier so Zwischenstand aktuell sehen. Okay, wow. Das sieht ja ganz anders aus, wie ich das machen würde. Ja. Von der Form. Voll witzig. Du gehst hier so voll nach oben. Mhm. Und ich gehe eher so tiefer und weiter nach außen. Aber die Farbe sieht auf jeden ganz, Fall, ganz die nice, Farbe ja. sieht cool aus. Total, auch die Augenbrauen. Sehr cool. Du hast die Form ein bisschen anders gemacht wie ich. Ja? Eh witzig, ja. Ja, das ist lustig. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie du es machst. Ein bisschen gründlicher hast du es gemacht. Das ist witzig. Da bin ich jetzt richtig gespannt, wie du das machen wirst. warte mal, jetzt als nächstes, da würde ich aber fast deine Hilfe gebrauchen. Okay.
Und zwar mache ich mir auf den oberen Wasserlinie mache ich mir schwarzen Kajal innen drin. Oh, okay. Aber das traue ich mir nicht, dir jetzt die Augen aufzustechen. Machst du es komplett oder über die Hälfte? Nee, komplett. Auch in der Mitte. Also innen. Klingt ein bisschen strange. Ah! Das ist schon krass, gell? Oh Gott, ich habe immer Kontakt drin. Oh, das sieht so witzig aus. Meine Augen sehen ganz anders aus, so in der Form. Weil du den Lidschatten so rund gemacht hast. Und schau, du musst dann die Mitte machen. Das sehe ich ja gar nicht, wo ich dann hinmache. Dann steche ich mir die Augen aus. So Übungssachen. Machst du in der oben gar nicht sonst? Nee, nie. Das verdichtet richtig. Kannst du mal halten und ich mach mal so. Das verdichtet richtig den Wimpernkranz. Genauso sag ich mal. Oh, das kitzelt so. Oh. Ja, das ist auch richtig schwer. Okay, aber es macht schon einen Unterschied. Das sieht geil aus. Es gibt mehr Tiefe. Ja. Ja. Und glaub mir, wenn du dir eine Wimperntusche aufträgst, du hast so einen krassen Unterschied. Genau, jetzt kommt für mich der schwierigste Schritt und zwar Eyeliner ziehen, weil ich meinen sehr fein ziehe und das ist dieser Long Tip Ink Eyeliner von Kiss und der ist so dünn. Er ist richtig dünn. Ich liebe die so Felt Tip Eyeliner. Richtig die besten. Geil. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Okay. Ich fange bei dem Auge an. Und zwar male ich ab der Mitte nach außen. Und ich male ein bisschen auf die Wimpern, damit es bloß nicht zu dick wird. So, und zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, okay, das ist noch ein bisschen wellig oder so, dann nehme ich mir immer noch mal so einen abgeschrägten und mache das ein bisschen softer. Dann nehme ich mir jetzt einfach so einen dunklen Ton, zum Beispiel Vampire oder Clumsy, mische ich so ein bisschen. Kann man auch vorher machen, um sich quasi das schon mal zu ziehen. Dann fällt es einem später leichter. Jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Oh. Und zwar, jetzt fehlt einmal noch ein bisschen Highlighting. Und zwar mache ich den drauf. Einmal auf dem Lippenbogen, dann auf der Nasenspitze. Bisschen hier, der Nasenrückenblock hinten ist. Mhm. In der Innenseite. Einmal ein bisschen in die Mitte. Wird das Auge noch mal ein bisschen größer und wacher. Und dann kommen wir jetzt zur Wimperntusche. Dann nehme ich die Lash Sensational von Maybelline. Als erstes mache ich auf jeden Fall die unteren Wimpern. Okay, machst du immer die unteren oder? Immer erst die unteren. Echt? Okay. Lassen wir es erstmal trocknen. Oha. Und zwar, du musst alle unteren Wimpern wirklich erwischen. Okay. Richtig mit Zickzack am Anfang. Das muss richtig tief schwarz werden und dann nach unten gehen. Okay. Also am besten so krass wie möglich tuschen. Boah, ich tusche meine unteren Wimpern nie so krass. Gar nicht. Aber sie machen das Auge ziemlich viel größer. Und du musst es ein bisschen die Wimperntusche drehen, weil dann hast du diesen Bogen drin. Siehst du das? Oh mein Gott. Genau, so richtig krass übertreiben. Das ist doch Hilfe. Oh mein Gott, ist doch schon krass. Oh mein Gott, ich schaue aus wie Twiggy. Genau, so, weißt du, nach unten? Ja, ich versuch's. Oh mein Gott, ich schaue aus wie ein Punk. Naja. Schau mal, hier wird das Endergebnis. Hier, elegante Lady und hier bei mir schaut es aus wie beim Punk. Nein, das Oh mein Gott, ich schaue aus wie so ein Rocker. Wie so ein Ägypter irgendwie. Ja, jetzt warte mal. Ich sag nicht, das ist schlecht, das ist ja nicht fertig. Nee. Ja, ich sag mal so, es sieht komisch aus, weil du die unteren nur hast. Da sieht man immer, finde ich, ein bisschen creepy aus. Okay. Ich hab's jetzt. Oh, warte, das ist so verrückt. Ich finde die Show so strange aus. Ey, warte, ich hol mal. Warte, halt mal ganz kurz. Ich hol ganz kurz was. Ich finde die Show so strange aus. Gott, was machst du mit mir? Okay, am besten nicht. Dein Methoden dein... hier. Oh Gott. Ich will das ist doch schon viel zu viel Mascara. Ich will es eher ab. Du hast auch meine Nase gemacht. Okay, warte, ich mach's ohne dieses Ding. Also ein bisschen orangenen Rouge. Benutze Rouge. Mhm. Genau, dann mache ich nur so ein bisschen. Der passt wieder perfekt mit dem Augen-Make-up zusammen. Und zwar dieser Highlighter ist so nice. Der ist auch ziemlich stark. Nur wenn man mit dem Pinsel auftritt, geht's. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, der ist, oh wow, der glänzt ja voll. Der ist richtig nice, dafür, dass der wirklich nur in so einer Lidschattenpalette drin ist. Ja. Jetzt kommen die oberen Wimpern dran. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Am besten schaust du so mittig, ja, eher so runter. Schau dich mal jetzt an, das sieht schon gleich ganz anders aus. Ja, das sieht viel besser aus. So hast du auch noch keine Make-up-Artisten gesehen, oder?
Und ich habe jetzt nur noch Lippen. Die mache ich aber ziemlich easy going. Ja. Weil ich tue mir eigentlich meistens am Anfang Labello einfach drauf. Ja, weil so Lip-Liner trocken immer richtig aus, finde ich. Richtig krass. Und ich mache eigentlich hauptsächlich die Kontur und die vergrößere ich ein bisschen rein. Und zwar versuche ich in letzter Zeit so ein bisschen die quasi kleiner zu machen im Mund, aber voller. Also sich dann mehr quasi hier. Nicht so lang, sondern. Genau, und dass ich auch wirklich gar nicht da so schminke. Wirklich eher hier betone. So, und dann verbinde ich das Ganze, sieht es noch ein bisschen komisch aus, mit immer irgendeinem Lipgloss. Immer irgendeinem nudefarbenen, einfachen Lipgloss. Also machst du gar keinen Lippenstift, sondern nur. Manchmal auch. Das aber sieht aber wenn ein sehr cremiger Lippenstift. Ja, okay. Und dieser Lipliner von MAC, der ist auch braun-orange. Mhm. Was ist das für eine Farbe? Die Farbe nennt sich Boldly Bear. Ah, okay. Yes. So, genau, jetzt einmal noch tappen und es ist fertig. Ich bin richtig gespannt, was du sagst. Wow, du machst das echt ganz anders bei den Lippen. Voll interessant. Oh Gott, die Stunde der Wahrheit. Nee, sag ganz ehrlich, weil es ist natürlich was anderes. Okay, okay, also. Fangen wir mit den guten Sachen an. Okay, fangen wir mit den guten Sachen an. Also, was ich finde, was du sehr gut gemacht hast, ist die Foundation, das Contouring und das Highlight. Das ist, ich finde es eigentlich relativ dezent, muss ich sagen. Manchmal habe ich auch mehr drauf. Aber ich dachte, weil das Augen-Make-up schon stark ist. Ich bin es noch nicht gewöhnt, dass die Farbe so aschig ist, so kühl, weil ich immer gern eher so matte Bronzer benutze. Dann. Aber ich finde, deine Augenfarbe kommt krank raus. Die leuchten gerade heftig. Ja, also ich finde den Lidschatten, die Lidschattenfarbe finde ich richtig, richtig nice. Also das gefällt mir. Also da steht ja auch auf jeden Fall die Farbe. Die Farbe ist echt super. Das ist schon nice. Ich mag gerne Lipgloss, ich liebe glänzende Lippen auch. Die Augenbrauen finde ich hast du auch gut gemacht. Was würdest du eher nicht so machen? Also ich finde bei den Augenbrauen, ich finde sie gut, dass du sie von der Länge her und dass du hinten das nicht so dick gemacht hast, sondern dass du es eher spitzer gemacht hast. Ja, aber ich würde zum Beispiel jetzt mit dem Stift hier oben ein bisschen eine härtere Kante machen zum Beispiel. Und nicht so weit nach unten, weil ich weiß nicht, irgendwie ist die Form ein bisschen ründlicher. Ja, ich habe es nicht rund, ich habe die genau, rundlicher gemacht. Ja. Genau, und ich mache es immer ein bisschen spitzer, ein bisschen eckiger. Ja. Was mir nicht gefällt. Ja. Nee, sei ehrlich. Okay, also klar. Also was mir nicht so gut gefällt, ist also die Mascara. Unten. Ja, weil. Kriegst du gar keine Mascara? Doch, aber ich versuche immer so wenig wie möglich, weil ich mag diesen Puppeneffekt nicht von den Augen. Das steht mir irgendwie, finde ich nicht. Ich mag es lieber, wenn die Augen so schlitzig und Katzenaugen sind. Und dann tue ich auch extra immer Wimperntusche drauf, aber dann so nach. So die Wimpern so rüberlegen, damit die halt nicht so nach unten sind, sondern so auf die Seite. Also den Eyeliner, ich weiß nicht, bei dem da habe ich mir schwer getan, gebe ich zu. Also ich hätte ihn vielleicht einen Ticken kürzer sogar gemacht und noch dünner versucht. Ja, also schon mal bei mir. Ich mache den Eyeliner immer ganz anders. Irgendwie. Sehen wir uns jetzt eigentlich ähnlich? Warte, das muss ich jetzt mal. Eigentlich nicht. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Schau mal nach unten. Ja, wow. Oh Gott, ja, stimmt. Oh Gott. Stimmt, ja, wow. Das sieht echt aus wie so Zwillinge. Nee, das ist total. Ja, ja doch, ey, nee, total. Doch. Aber bei dir sieht es ganz anders aus. Es wirkt anders. Dir steht es besser. Dir steht es viel besser. Ich gebe zu, unten finde ich es bei dir ein bisschen auch too much. Ich gebe es sogar wirklich zu. Ja, ja, weil deine Wimpern sind ja anders als meine. Also ich gebe zu, bei dir, bei mir wirkt es softer ein bisschen. Ja. Filigran. Aber da muss ich auch zugeben, dass das wirklich mit der Wimperntusche. Da merkt man wieder, Wimperntusche, man darf nicht eins zu eins immer alles gleich nehmen. Gott, ich finde es gerade so witzig. Ja, krass. Wir müssen noch ein Bild machen. Unbedingt. Ja! So Twins, die sehen uns schon ähnlich, so ein bisschen. Ja. Klar, wir haben eine andere Nasenform und andere Gesichtsformen. Aber von den Augen jetzt Ja, von den Farben. Von den Farben, ja. Aber du bist noch ein bisschen bräuner als ich. Ja, selbst bräuner. Bisschen gelbstichiger. Ja, selbst bräuner, sag ich nur. Also im Großen und Ganzen finde ich, die Vivienne hat es sehr schön gemacht. Und kennt sich auf jeden Fall aus, auch mit den einzelnen Steps und so. Mhm. Weiß, wovon sie spricht und was sie macht. Aber jetzt schminkst du mich! Ja. Ich bin so neugierig. Oh, ja. Aber ich freue mich schon. Ich dann müssen wir spurten. Aber dann ich brauche eh nicht so lange wie du. Okay. Boah, ich bin langsam. Bin echt langsam. Ich habe gesagt 20 Minuten, jetzt ist eine Stunde geworden. Ja. Okay, schnell, Outro. Okay, also für Teil 2, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Vivienne schminke, dann klickt jetzt bei ihrem The Ruin Kanal. Rose vorbei. Ja, bei deinem Kanal. Ja. Okay. Also.
Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ja, ich freue mich, wenn ihr gerne ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Ciao. Overdose, low hope, drop, don't choke, this is a psychosis, kitty cat broke the ticket out.